Diesen Empfang wird Alex Manninger so schnell sicher nicht vergessen. Mehr als 300 Kinder der Augsburger Grundschule Hochzoll Süd überraschen ihren Ehrengast bei einer Autogrammstunde mit der FCA-Hymne. Minutenlanger Gesang und Jubel dröhnen durch die Schulaula. Der FCA-Torwart ist begeistert. Toller Empfang mit unglaublicher Stimmung. Die kennt er sonst nur aus dem Stadion. So, man kommt her, die Kinder reißen die Augen auf, sie singen einen die FCA-Hymne, dass einen die Gänsehaut aufstellt. So richtig gute Erfahrung, richtig super Sache und richtig klasse Schule. Im Rahmen einer Projektwoche nehmen die Schüler das Land Österreich durch. Und als Klassenleiterin Andrea Schmuttermeier die Kinder nach bekannten Österreichern fragt, landet Manninger auf Platz 3. Gleich hinter Wolfgang Amadeus Mozart und Kaiserin Sissi. Das hat Andrea Schmuttermeier dazu veranlasst, den Torwart des FC Augsburg in die Schule einzuladen. Man hat sich natürlich dann auch damit auseinandergesetzt, was der Alex Manninger ja auch für den FCA geschafft hat im letzten halben Jahr. Und mei, Sie sehen das ja selber, wie die Begeisterung ist. Wir haben noch ganz lange Schlangen hier, die alle Autogramme wollen. Also ich glaube, man sieht die Begeisterung der Schüler. Ein unvergessliches Erlebnis, nicht nur für die Schüler. Auch Alex Manninger und die Lehrkräfte werden diesen Tag sicher noch lange in Erinnerung behalten.